Frau GR, guten Morgen. Denkst du daran, dass Lia ihre 10-Jährigen im Goal feiert? Also spontan habe ich gar keinen Plan. Da wird dir sicher etwas einfallen. Ich glaube, der Grosche ist gerade gefallen. Tschüss. Schönes Tagli. Tschüss. Hallo Lia, ja, deine Mami hat die Idee gehabt, dass wir zu deinem 10-Jahr-Jubiläum zwischen den Pfosten etwas Kleines organisieren. Per Zufall bin ich gerade da in Küsnacht und weil wir gemäss unserer Datenbank am 17.10.2014 deine erste Hockey-Lizenz beim KSC Küsnacht gelöst haben, habe ich die Idee gehabt, spontan eine kleine Zeitreise in das Jahr zu machen. Also, ob du Back to the Future kennst, etwa so in dieser Art stelle ich mir das vor. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir viel Spass bei dem kleinen Rückblick und wünsche dir für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre viel Erfolg, viel Spass und weiterhin viel Freude an deinem Job zwischen den Goldfesten. Mach's gut, take care und eben wie gesagt, viel Spass. Gut, dann schalten wir mal den Zeitschaltkreis ein. Die oberste Zeile ist unser Zieldatum. Die mittlere Zeile zeigt uns, wo wir gerade sind. Tja, und die unterste Zeile zeigt an, wo ich zuletzt gewesen bin. Echt, kein schöner Anblick, meine Geburt. So, die Zeitmaschine ist eingestellt. Jetzt sollte nur noch der Fluxkompensator funktionieren. Jo, der funktioniert auch. Der Brodsky McFly is ready. In Küsnacht fing ihr Weg bescheiden an. Die schwarze Scheibe zog sie in den Bann. Sie sah den Puck, spürte das Feuer in sich. Der Traum von der NHL, der keine Sekunde will. Seit 10 Jahren ein Puck, der im Handschuh klebt. Für Lia die Ehrentraum vom Profil.
Schritt, ein neuer Marathon. Sie lernte, wuchs, stand stets bereit. In Lias Welt gab's nie Platz für Leid. Nino, wir sind am Drehen, kannst nicht für uns weiterspielen. Nein, es wird eigentlich immer schwieriger. Lia, im Tore steht sie bereit. Bewahrt die Ruhe, wenn alles andere schreit. Seit 10 Jahren ein Puck, der im Handschuh klebt. Für Lia die Ehrentraum vom Profitor. Soweit, rotes Trikot, weißes Kreuz. Die Nummer 30 hält ihr Umfeld freut. Nach einem Kreuzbandriss, da lodern die Glut. Ein Feuer, das sie treibt, zu manchem Höhenflug. Wie wär's mit einem neuen Vorbild? Hi Leah, this is Connor Hughes. Just want to congratulate you on 10 years in the net and I hope you keep on enjoying doing it. Und guter Ersatz für den Mr. Old School. Nein! Leo Cennoni, ihr Idol, ihr Held, ermutigt sie weiter, erobere die Welt. Die NHL, sie ruft nach ihrem Spiel. Für Lia ist kein Ziel zu weit, kein Traum zu viel. Hättest du nicht zählen können, alter Mann, es ist vorbei. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ist das ein Spruch aus den 80ern? Wohl eher aus den 70ern. Und was erwartet sie in den nächsten 10 Jahren? Die Chancen auf viele WMs und Olympia bewahren. Auf jeden Fall sollen geniale Paraden gelingen. Und natürlich die Stürmer zur Verzweiflung. Profitor hüterlich.